Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Pokémon Gelb für den Gameboy. Ja, eine komplett neue Reihe. Ein Spiel, was ich... Also ein ähnliches Spiel habe ich eigentlich noch nie gespielt auf meinem Let's Play-Kanal. Habe mich jetzt mal dazu entschieden, auch mal Pokémon zu spielen, denn momentan bin ich total im Pokémon Go-Hype irgendwie gefangen. Und ich warte einfach nur, bis diese App mal rauskommt und dass ich mir das Armband bestellen kann und dann einfach rausgehen kann und Pokémon fangen kann. Warum die gelbe Edition? Ich habe zwei Editionen habe ich für den Gameboy, beziehungsweise ich habe allgemein nur zwei Pokémon-Spiele. Und das ist halt einmal Gelb und einmal Gold. Gold habe ich mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt bekommen und Gelb... Jo. Habe ich irgendwoher, keine Ahnung. Von meinen Oma mal geschenkt bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, fängst du mit der ersten Edition an. Also nicht mit der ersten Edition, sondern mit der ersten Generation. So, da gab es ja dann Gelb, Blau, Rot. Und... Gelb, Blau, Rot. Das waren schon drei. Ich gehe mal gerade ins Menü. Übrigens von 2000, so wie das aussieht. Kam das nicht schon früher raus? Ich weiß es nicht. 2000? Oder kam Gelb später raus? Ich weiß es nicht. Aber die Frage, die ich... Genau, die kann ich euch jetzt schon mal stellen. Ich persönlich, also Gelb habe ich bisher noch nie durchgespielt. Ich glaube, hatte ich drei Orden oder so. Maximal. Gold habe ich schon mal durchgespielt. Und jetzt ist mal meine Frage, warum gibt es die ganze Zeit neue Editionen? Weil es ist ja eigentlich immer das Gleiche, nur dass Pokémon dazukommen oder nicht. Weil ich finde irgendwie von das... Also die Karte... Ich weiß, dass man in Gold kann man auf die Karte... Von der ersten Generation zurück. Wechselt das irgendwie noch? Gibt es da neue Karten oder so? Ich weiß es nicht. Johto und Kanto hießen die, glaube ich. Egal. Ich habe überhaupt wirklich nicht viel Ahnung von Pokémon. Macht aber übelst Spaß, halt die Dinger zu sammeln und mit denen zu trainieren und bla und blub. Ihr wisst Bescheid. Ich mache mal gerade mein Mikro ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, warum das heute so ausschlägt. Schulz. Deswegen tötet mich nicht, wenn ich keine Ahnung vom Spiel habe. Ja. Okay. Wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Und ich darf jetzt auch immer meine Stimme schön verstellen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen Gelb, Ash und Jack. Ich glaube, in der roten Edition steht da Rot, in der blauen Edition steht da Blau. Ash heißt er ja normalerweise, ich weiß nicht warum Jack. Keine Ahnung. Wir können jetzt hier unseren Namen eingeben, machen wir auch. Ja. Wo ist denn Kleinbuchstaben? Da, Kleinbuchstaben. Jule. Okay. Ist das Ende? Ja. Richtig. Richtig. Dein Name ist Jule. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen.
Wie war noch gleich sein Name? Keine Ahnung. Ich glaube, Gary heißt er normalerweise. Wird auch Sinn machen dann, weil da vorher Ash stand. Nimm mal den Gary. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Schön, dass er nicht weiß, wie sein Enkel heißt. Beziehungsweise, wie ich heiße. Jule. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und wir schrumpfen. So, und da sitzen wir vor unserem Super Nintendo oder so. Und da sind wir, yay! Für die Farben kann ich übrigens nicht, nix. Das gibt der Gameboy-Player so wieder, dem ein Attachment für unter den Gamecube, was dann bis, also auf dem man dann Spiele bis zu Gameboy Advance spielen kann. Also Spiele für den Gameboy Advance, wenn man die besitzt. Und, ja. Was ich auch hoffe, dass die Batterie in der Cartridge noch lange lebt. aber ich habe gesehen, vorhin hatte ich mal angeschmissen, da hatte ich noch einen Speicherstand, da habe ich 4 Stunden gespielt, hatte einen Orden, yay, und 11 Pokémon oder so. So, gut. Dann können wir hier irgendwas machen. Jule spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. So, dann haben wir noch einen PC. Jule schaltet den PC ein. Okay, also bla bla bla. Oder gibt's hier schon irgendwas? Welche Seite möchtest du mitnehmen? Oh, guck mal, ein Trank. Trank mitgenommen. Sehr schön. Welche Seite möchtest du mitnehmen? Jetzt gibt's keins mehr. Ausloggen. Das ist sehr schön. So, was ist das hier? Ist das ein Fenster? Eine Pflanze. Was mit dem Bett hier? Okay, nix. Dann gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. So, und da sitzt unsere Mutter. Mutter, richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Wenn ich? Okay. Na gut. Im Fernsehen läuft ein Film. 4 Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. 4 Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Hier bestimmt das Gleiche. Ja. So. Na gut. Achso, übrigens... Oh, guck mal, die hat lila Haare. Wir haben hier übrigens noch so ein kleines Menü. Hier können wir uns unsere Pokémon normalerweise angucken. Geht aber nicht, weil wir keins haben. Dann haben wir hier unseren Rucksack. Das sind wir. Wow, Gott, ist es rot. Und da sehen wir schon, der erste ist Rocco. Zweite sieht aus wie Misty und die anderen kenne ich nicht. Ja, und wir haben 3000 Yen. Sind das Yen? Ich weiß es nicht. So, speichern können wir Optionen. Texttempo machen wir mal schnell. Kampfanimation an, Kampfstilwechsel, Sound, Kopfhörer. Werde ich beim nächsten Mal einstellen. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen durchgeguckt und dann gucke ich mal, wie sich das auf der Tonspur ausgewirkt hat. Wir können auch drucken, denn für den Gameboy gab es mal einen kleinen Drucker, wo ungefähr so 2x2 cm große Bilder rauskamen. Wollte ich mir mal kaufen, aber das Papier dafür ist so drecksteuer. Und das Papier war gleichzeitig ein Sticker. Das heißt, man hat das dann auf den Sticker drauf gedruckt, was noch nicht mal drucken war. Das war, war es ein Laserdrucker? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mit Hitze. So wie das bei manchen Kassen ist, irgendwie, wenn man einen Kassenzettel bekommt. So hat er das halt da drauf gemacht und wenn man den dann irgendwo in die Sonne geklebt hat, dann ist er komplett schwarz geworden oder so. Okay, ja, dann
gehen wir hier erstmal ein bisschen durchs Dorf. Wo sind wir hier überhaupt? Was ist das hier überhaupt? Haus von Julle. Genau, mein Haus, in dem meine Mutter wohnt, die mir Miete zahlt. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Oh, das ist so gut, dass wir das schneller gemacht haben. So, was ist das hier? Alabastia, genau. Da kommt ja Ash Ketchum her. Ja. Dich erwarten aufregende Abenteuer. Hier in Alabastia, in dem Drei-Seelen-Kaff. Was ist das hier? Haus von Gary. Na komm, gehen wir mal rein. Das ist nicht Gary. Hallo Julle, Gary wartet in Opas Labor. Wow, oh mein, Bücher. Karte? Eine Karte. Okay. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Auf diese Map können wir drauf. Nachdem wir, glaube ich, alle 8 Orden haben. Bei der goldenen Edition. Und können hier auch nochmal Orden holen. Meine ich mal. Wie gesagt, es ist schon so mega lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir befinden uns jetzt über dem Kästchen. Und nach unten können wir nicht, da ist Wasser, aber wir haben noch kein Pokémon, das Surfer kann. Bla bla. Guck mal, hier ist noch ein Buch. Was haben wir denn hier? Eine große Karte, sehr nützlich. Dann nimm sie doch mit. Ach ja. Na gut. Haben wir noch irgendwas? Nach oben geht's. Es ist lila übrigens. Das ist so geil, ne? Aber vielleicht geht ja gerade die Sonne unter. Ich meine, beim Super Nintendo, meine ich mal, könnte man die Farben, das Farbschema wechseln. Ich glaube, man kann sie sogar selbst ein Farbschema erstellen. Wie heißt denn dieses Super Game Boy? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Cartridge und dann kann man dann oben nochmal die Game Boy Cartridge reinstecken. Voll geil. Und ich bekomme übrigens bald einen Super Nintendo, habe ich gestern getwittert. Die neue Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja. Ja, mein Onkel hat. War an dem Geburtstag von meinem Vater hier mal in meinem Zimmer und hat gesehen, was ich alles für Konsolen und Spiele habe. Und, ja, da hat er gesagt, ja, vielleicht habe ich noch von seinem Sohn, also mein Cousin, vielleicht habe ich ja noch den Super Nintendo irgendwo. Und dann hat er jetzt nachgeguckt und hat mich gestern angerufen, dass er den Super Nintendo gefunden hat. Jetzt weiß ich nur nicht, ob da Spiele bei sind, ob da überhaupt Kabel bei sind, ob da ein Controller bei ist, wie der überhaupt aussieht. Ob der total versifft ist oder so, keine Ahnung. Könnte auch sein, dass ein Mega Man X3 in OVP dabei liegt, man weiß ja nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hat gesagt, dass er die Woche hier vorbeikommen wollte. Vielleicht kommt er ja sogar Samstag im Livestream vorbei oder Freitag. Das wäre sehr lustig. Dann gibt's erstmal auspacken. So. Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Das sagt der hier, glaube ich, genauso. Pokémon. So, wer bist du? Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ja, der hat ja auch voll das Hirn. Der sieht ein bisschen jung hier aus irgendwie. Ja, wir gucken erstmal in die Bücher. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschrieben. Also ein Buch. Seiten sind unbeschrieben. Was ist hier mit dem PC? Im Briefkasten ist eine E-Mail an alle Pokémon-Trainer. Die Trainerelite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Pokémon wird gerne auch in dem Spiel mit Parke. PKMN abgekürzt. Falls irgendjemand dieses Spiel noch nie gespielt hat. Wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung Indigo Plateau. PS, Professor Eich bietet. Bitte melden Sie sich bei uns. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, meld dich mal bei denen. So, was haben wir hier?